Wie gigantisch ist dieses Teil? Das ist noch nicht mal die Hälfte gewesen. Willkommen Leute zu einem weiteren Daily Vlog. Ich habe genau an der Stelle schon mal meinen Vlog angefangen. Oh mein Gott, heute ist so ein heißer Tag. Es hat gerade 32 Grad um 6:45. Der Tag ist auch am Start. Leute, der war jetzt schon ein paar Mal in den Vlogs drin. Ich hoffe, ihr kennt den. Heute ist was ganz Spezielles angekommen. Und zwar dieses Paket hier. Das sieht jetzt hier so ein bisschen kaputt, aber relativ unspektakulär aus. Aber das ist ganz schön schwer. Und zwar ist da drin ein Flamingo. Aber nicht irgendein Flamingo, sondern ein riesen Floaty-Flamingo. Ihr kennt wahrscheinlich diese kleinen normalen Floaties für einen Pool oder so, in Flamingo-Form. Das ist kein normaler. Der ist für 6 Personen, ist glaube ich 4,20 Meter hoch und der ist eben heute angekommen. Ich brauche den für eine Kooperation, deswegen das Video dazu kommt erst die Tage online, aber ich möchte das heute mal auspacken und ausprobieren, wie groß der wirklich ist, wie der wirklich aussieht. Und deswegen würde ich sagen, packen wir den jetzt mal aus. Aua! Wenn das so geil ist wie auf den Bildern, ist das Ding absolut Killer. Oh mein Gott! Big Summer Fun. Geil. Hell yeah! Oh mein Gott. Zum Beispiel in meinem Leben. Das ist einfach ein Auge. Der macht richtig groß Auge. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal kurz runter in den Garten. Hm. Ah. Ah ja, guck mal, wir haben einen Bruder hier. Was ist das überhaupt? Ich hab so... Junge! Das ist einfach so der Durchmesser. Die Frage ist nämlich vor allem, wir wissen gar nicht genau, wie man das so aufpustet. Deswegen will ich das jetzt hier einmal auseinander machen. Und das ist ein Hotelzimmer zum Aufblasen. Ah ja, sowas ist das. Hier. Wie gigantisch ist dieses Teil? Das ist noch nicht mal die Hälfte gewesen. Digga! Oh. Und hier ist dann der Kopf. Alter! Oh mein Gott! Ridiculous! Alter! Das ist so groß! Es passt aber nicht auf die Kamera. Jetzt ist nur die Frage, wie blasen wir das jetzt auf? Das habe ich noch nicht verstanden. Also wir haben hier einen so einen kleinen. Dann noch einen kleinen. Ich glaube, das ist der Cooling Bag. Es gibt nämlich einen Cooling Bag. Irgendwas hat das Teil eigentlich nicht. Das in der Mitte ist noch ein kleines Trampolin. Tränkehalter. Skrr, skrr. Digga, wir machen da eine richtig fette Beachparty drauf. Mit Palmen und Melone und viel Orangensaft. Okay, Leute. Wir holen mal die Pumpe. Keine Ahnung, welche Pumpe, aber wir holen mal die Pumpe. Ich brauche Pumpe. Weißt du, wo Fußpumpe ist? Gehst du Keller, guckst du hinten in der Waschküche. Also es gibt ein Loch, was ungefähr so ist. Mhm. Und es gibt ein Loch, was ungefähr so ist. Und da muss auch Luft rein? Ja. Hast du eine Gebrauchsanweisung gefunden? Nein. Ja, hast du mal geguckt? Nein. Soll ich jetzt meine Lupe holen oder geht das auch ohne? Maximal 540 Kilogramm. Wird schwierig bei meiner Breite. Da steht aber nichts. Ach, auf der Rückseite. Bildchen will ich gucken. 4,47 Meter mal 4,47 Meter. Zulässiger Betriebsdruck 0,03 Bar. Sicherheitsventil öffnen und mit der Luftpumpe nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der Luftpumpe aufblasen, um das Produkt auf richtigen Betriebsdruck zu bringen. Stell dir vor, wir pusten es auf. Wir merken nicht, dass es ein Leck hat. Mitten auf dem See plötzlich wird immer läscher und immer läscher. Okay, also zeig mir mal die Löcher hier kurz. Die Luftpumpe. Okay Leute, also der Tag ist jetzt ein absoluter Ehrenmann, fährt jetzt extra mit dem Roller zu sich nach Hause und holt da seine Pumpe, wo wir nicht wissen, ob die überhaupt an unser Boot dran geht. Einfach auf Ehrenbruderbasis. Ja. So kennt man mich. Absoluter Ehrenmann. Many tic-tacs later. Du kriegst offiziell den Ehrenbruder-Award. Ja! Geil! Geil! Das sind genau die Anschlüsse, die wir gebraucht hätten. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen, damit wir noch baden gehen können. Und hier werden wir uns bewegen. In die Luft gehen alle wieder raus. Ja! We'll be right back.
Leute, der Tarek und ich, wir waren jetzt gerade eben noch baden. Vielleicht kann man es auch noch ein bisschen sehen. Es war ziemlich kalt, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr erfrischend. Jetzt machen wir noch gleich zusammen Seven. Denn wenn ihr mal auf unseren Plan hier guckt, dann fehlt der heutige Tag noch. Wir sind schon bei Tag 14. Wir haben heute, wenn wir es heute schaffen, 2 Wochen. Deswegen machen wir jetzt zusammen Seven. Ich habe danach leider kein Outro mehr gemacht, aber Shoutout geht diese Woche raus an die liebe Antonia. Wenn ihr auch einen Shoutout bekommen wollt, dann postet einfach meinen Vlog in eurer Insta-Story. Markiert mich darin und mit ein bisschen Glück seid ihr im nächsten Vlog drin. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video und teilt es auch gerne mit euren Freunden. Seid auf jeden Fall gespannt auf das Flamingo-Video. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Essen ist da.